Arbeitslos vor der Rente diese finanziellen Vorteile genießen oder prüfen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ein ganz, ganz spannendes Thema. Viele von Ihnen sind über 60, 61, 62 und können oder werden vielleicht in Kürze ihren Job verlieren. Und wenn das so ist, dann ist es natürlich immer schwierig, neue Arbeit zu finden. Ja, also wir kennen das ja auch in Zeiten des Arbeitskräftemangels. Es ist einfach schwierig. Es ist nicht so einfach, als wenn Sie mit 25 Ihren Job verlieren, dann müssen Sie nur mit der Hand schnipsen und dann läuft das alles prima. Nein, Sie können Ihren Job verlieren. Ja, und es kann natürlich sein, dass Sie in Ihrem Alter, wo Sie Ihren Job verlieren, schon Anspruch auf eine vorzeitige Altersrente haben. 35 Jahre Wartezeit, Sie sind 63 Jahre alt. Und dann überlegen Sie, muss ich mir das noch antun? Suche ich mir jetzt nochmal einen neuen Job? Oder was mache ich? Gehe ich vielleicht zur Bundesagentur für Arbeit und beantrage statt der Altersrente Arbeitslosengeld? Und vieles, meine Damen und Herren, spricht ja wirklich dafür, dass man Arbeitslosengeld in Erwägung zieht oder zumindest prüft, ob der Antrag da nicht sinnvoll ist. Ja, und in diesem Video will ich Ihnen mal 4 wichtige Vorteile nennen, warum es interessant sein könnte, Arbeitslosengeld vor Rentenbezug bei Arbeitslosigkeit zu beziehen. Ja, der erste wichtige Fakt, der erste Vorteil, den Sie kennen müssen. Arbeitslosengeld, der Anspruch auf Arbeitslosengeld ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob Sie Anspruch auf eine vorgezogene Altersrente haben. Wenn Sie vor der Regelaltersgrenze Ihren Job verlieren, Sie sind 63 oder 65 Jahre alt, ja, meine Damen und Herren, und Sie haben fleißig eingezahlt in die Arbeitslosenkasse, dann steht Ihnen Arbeitslosengeld zu. Und das hat nichts mit der Rente zu tun. Das einzigste Problem ist, wer die Regelaltersgrenze erreicht hat, der hat zwar immer noch Anspruch auf Arbeitslosengeld, aber dieser Anspruch wird nicht ausgezahlt, der ruht dann, weil Versicherungsfreiheit in der Arbeitslosenversicherung eingetreten ist. Das heißt also, Sie merken sich bitte, Sie können, wenn Sie älter als 58 sind, 2 Jahre Arbeitslosengeld beziehen. Das setzt natürlich voraus, dass Sie eine bestimmte Zeit vorher in die Arbeitslosengeldversicherung eingezahlt haben als Arbeitnehmer oder als Selbstständiger mit einer entsprechenden freiwilligen Versicherung. Ja, meine Damen und Herren, und da haben Sie natürlich die freie Wahl, ja, zu entscheiden, beantrage ich Arbeitslosengeld. Letzteres könnte günstiger sein, weil das Arbeitslosengeld oft höher ausfällt. Ja, und das ist sozusagen der zweite Vorteil. Arbeitslosengeld fällt wirklich oft höher als die vorgezogene Altersrente aus. Wenn Sie vorgezogene Altersrente in Anspruch nehmen, haben Sie sehr häufig auch einen Abschlag, zum Beispiel 13,8% oder 12,9% oder wie auch immer. Kommt immer darauf an, wann man in Rente geht. Wenn man sich dann den Nettobetrag der Altersrente mal anschaut und vergleicht das dann mit dem, was ich an Anspruch auf Arbeitslosengeld habe, ja, meine Damen und Herren, dann werden oft viele von Ihnen dann sagen, nö, ich stelle keinen Antrag auf die Altersrente, sondern ich werde mich bei der Bundesagentur für Arbeit melden und hier sozusagen meine Ansprüche geltend machen. Gerade die Leute, die in den letzten Jahren vor der Arbeitslosigkeit gut verdient haben, die haben oft hohe Arbeitslosengeldansprüche, dann fällt das Arbeitslosengeld, das Nettoauszahl, also dieser Nettoauszahlungsbetrag dann oft höher aus als die eigentliche Rente. Gerade auch bei Frauen mit niedrigen Rentenansprüchen, die also viel in Teilzeit gearbeitet haben, die können auch vom höheren Arbeitslosengeld profitieren, ja. Oft fällt das Arbeitslosengeld nach einer Teilzeitbeschäftigung mindestens genauso hoch aus wie eine zu erwartende Rente mit Abschlag, meine Damen und Herren. Und da würde ich natürlich immer sagen, Rentenauskunft anfordern, gucken, vergleichen, wie hoch ist der Rentenabschlag, ist die Rente mit Rentenabschlag genauso hoch wie das Arbeitslosengeld? Ja, meine Damen und Herren, dann doch lieber in das Arbeitslosengeld gehen. Steht Ihnen zu, ist kein Almosen. Und Sie hätten dann sogar noch den nächsten Grund, meine Damen und Herren. Das Arbeitslosengeld kann die Rente erhöhen und die Abschläge verringern. Das ist der dritte Vorteil, den Sie hier aus dieser Maßnahme ziehen können. Denn wenn Sie nämlich in eine vorgezogene Altersrente gehen, ob als Altersrente für langjährig Versicherte
oder Altersrente für schwerbehinderte Menschen, bekommen sie oft Abschläge mit. Wenn sie aber vorher Arbeitslosengeld 1 zum Beispiel beziehen, verringern sich die Abschläge. 2 Jahre werden 7,2% geringere Abschläge. Das ist eine Menge Holz, meine Damen und Herren. Können Sie sich mal ausrechnen, was Sie da möglicherweise über das Arbeitslosengeld dann auch an Abschlägen einsparen. Auch eine gute Maßnahme, um hier entsprechend die Rentenansprüche im Zuge des geringeren Rentenabschlags zu erhöhen, wenn man Arbeitslosengeld 1 bezieht, meine Damen. Und der vierte Vorteil ist, das Arbeitslosengeld kann die Rente erhöhen, meine Damen und Herren. Auch ganz klar, das wissen Sie vielleicht auch, Arbeitslosengeldbezug ist rentenversicherungspflichtig. Das heißt also, das hinter dem Arbeitslosengeld stehende Bruttoeinkommen ist zu 80% rentenversicherungspflichtig. Und jeden Monat, den Sie Arbeitslosengeld beziehen, wird das in die Rentenkasse eingezahlt und erhöht dann Ihre späteren Rentenansprüche. Nicht nur der Abschlag verringert sich, sondern auch durch das Arbeitslosengeld wird in die Rentenkasse eingezahlt und damit erhalten Sie dann auch höhere Rentenansprüche. Sie merken sich bitte, 80% von dem Arbeitseinkommen, welches der Berechnung des Arbeitslosengeldes zugrunde liegt, gelten als beitragspflichtiges Einkommen zur Rente. Und jetzt könnten Sie natürlich sagen, naja, da habe ich ja Rentenverluste für 2 Jahre, könnte ich ja auch besser arbeiten gehen. Ja, wenn Sie keine Arbeit finden, dann werden Sie wahrscheinlich diese 20% in Kauf nehmen. Und eines kann ich Ihnen sagen, aus meiner Erfahrung sind diese 20% bezogen auf die 2 Jahre vor Rentenbeginn dann eben auch kein so hoher Verlust. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man weiß, dass man seine Rentenabschläge hier durch 2 Jahre Arbeitslosengeld heruntergefahren hat. Ja, meine Damen und Herren, und dann noch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, das ist letzten Endes quasi so eine Art fünfter Vorteil, den Sie genießen können, ja, beim Arbeitslosengeld 1. Die Bundesagentur für Arbeit darf Sie beim Arbeitslosengeld 1 Bezug nicht vorzeitig in Rente schicken. Es gibt beim Arbeitslosengeld 1 Bezug keinen Rentenzwang für den Bezug einer Altersrente. Bei einer Erwerbsminderungsrente kann das anders aussehen, aber hierüber redet man nicht. Hingegen es beim Bürgergeldbezug im Normalfall dem Grundsatz einen Rentenzwang gibt, der ist aber bis Ende 2026 durch das Rentenmoratorium ausgesetzt. Da gibt es keinen Rentenzwang für normale Arbeitslose. Ob Sie einen Anspruch auf eine Rente haben, eine vorgezogene Rente haben, geht die Bundesagentur für Arbeit nichts an. Das ist völlig nebensächlich. Sie können dort tun und lassen, was Sie wollen. Was Sie natürlich nicht machen sollten, ist, Sie sollten nicht einfach blindsehend zur Bundesagentur für Arbeit rennen und sagen, hier, ich möchte ALG 1 haben. Nein, meine Damen und Herren, wenn Sie wissen, dass Sie arbeitslos werden, dann holen Sie sich bitte eine aktuelle Rentenauskunft ein, gucken einfach rein, was habe ich für Rentenansprüche, welche Abschläge habe ich zu erwarten. Gehen Sie vielleicht bitte zur Rentenversicherung, lassen Sie sich dort vernünftig beraten. Aber ich warne davor, meine Damen und Herren, die deutsche Rentenversicherung kann nicht Sachen der Bundesagentur für Arbeit beraten, dann müssen Sie auch da noch extra dort zur Bundesagentur für Arbeit gehen oder aber Sie nutzen Online-Beratungsmöglichkeiten oder Online-Rechner, wo Sie sozusagen anhand Ihres Bruttoeinkommens einfach mal das Arbeitslosengeld ausrechnen, das Netto-Arbeitslosengeld und dann haben Sie einen wunderbaren Vergleich. Ich gucke gerade schon so hin, ja, da haben Sie einen wunderbaren Vergleich. Hier ist meine Rente, die ich zu erwarten habe mit 63 oder 64. Und hier ist das Arbeitslosengeld, was ich bekomme. Und dann können Sie vergleichen, wenn das Arbeitslosengeld höher ist, ja, mein Gott, meine Damen und Herren, dann beziehen Sie eben Arbeitslosengeld. Meine Damen und Herren, Arbeitslosengeld 1 zum Schluss ist kein Almosen, steht Ihnen zu. Und deshalb keine Angst haben, zur Bundesagentur für Arbeit gehen und entsprechenden Antrag stellen. Aber vorher bitte genau alles prüfen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.